Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zu den Top 3 meiner gefundenen Sachen bei Action, wo ich ja gewesen war, der beschissensten, sag mal, Spielzeuge, die man da kaufen kann. Ja, ich war ja bei Action gewesen und hab mal gedacht, ich zeig euch mal drei Sachen, die ich einfach schwachsinnig finde und die auch wenig Geld kosten, aber trotzdem sind sie einfach nur schwachsinnig. Nur schwachsinnig. Was soll man sich darüber denken? Warum soll man sich die überhaupt kaufen? Und auf Platz 3 kommt auf jeden Fall dies hier. Mini-Lichtschwerter. Hallo? Ja, sind noch von der Coolness her, von der Nicigkeit her noch ganz gut. Aber es sollen Lichtschwerter darstellen. Zwei Mini-Lichtschwerter. Guckt euch die mal an. Die Lichtschwerter, halt einmal gelb und einmal orange. Ich weiß nicht, was man davon halten soll. Ich packe sie erstmal eben aus. So, da haben wir die Lichtschwerter und dann haben sie noch hier so ein Binsel dran. Dann kann man die rausziehen. Wow! Oh! Okay, das war's. Sie machen halt nur blinken oder... Stirb, Kartoffel! Kylo Ren, ich bin Rey, ich bin deine Schwester! Ja, okay. Gut, Spaß beiseite. So sind die Teile aus und... Ja, sehen aus wie eher, ich weiß auch nicht, wie die aussehen, aber nicht eigentlich fast nicht wie Laserschwerter, sehen aus wie so eine, wenn man sich jetzt irgendwelche Maiskolben wie Form genommen hat, aber ich weiß auch nicht. Ja, und das war auf jeden Fall Top 3 erstmal von, also der dritte Platz für diese komischen Laserschwerter oder was das hier sein soll. Auf Platz 2 ist auf jeden Fall das hier. Yeah. Das ist nämlich einmal ein Fallschirmsprung. Iron Man. Hallo? Was ist das denn? Ich habe auch gedacht, als mein Sohn sich den gekauft hat, für 2,99 Euro, ja, 2,99 Euro. Ja, ich habe nur gedacht, oh mein Gott, ey, für 5,98 Euro hättest du nämlich den Millennium Falcon bekommen, in der billigen Qualität, aber da habe ich nur gedacht, okay, dafür, das verdient nämlich Platz 2. Guck euch mal den Nahen an. Das ist nämlich so ein Fallschirm hier. So, mit auf Bändern. Und ja, das ist halt der Iron Man, wie man ihn hier sehen kann. Ja, und dann hat man ihn halt an den Fallschirm und lässt ihn so fallen. Ja, das war auf jeden Fall Platz 2, wo ich gesagt hatte, das muss ich euch auf jeden Fall vorstellen. Warum kauft man sich überhaupt sowas? Aber jetzt kommt der Bringer, jetzt kommt nämlich die Nummer 1. Da habe ich nur gedacht, was für ein Schrott. Das ist nämlich einmal Splashy Toilet. Ja, richtig gehört. Splashy. Splashy Toilet. Ohne Scheiß, wie der Scheiß hier drauf ist. Da ist ein Kackhaufen drauf. Da könnt ihr halt Wasser spritzen. Ihr Erwachsenen oder Kinder. Ja, da kann man so einmal. Das mache ich nämlich jetzt mal schnell auf hier. Das ist auf jeden Fall von Toy Toy Toys. Also Toy 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 beim Geschäft. Ja, da haben wir halt dieses Teil hier. Dieses Teil. Ne? Wie geht das überhaupt? Ach, da muss man Wasser reinfüllen und dann kann man die Toilette hier auch aufmachen. Und da ist ein Kackhaufen drin, der dich anlacht. Oh mein Gott, warte mal, ich zeige euch das mal ein bisschen besser. Also, wir haben hier die Toilette. Die Toilette haben wir hier. Und dann... Hello, I'm Mr. Hanky. Es ist wirklich nur eine Toilette mit einem Kackhaufen, wo man unten Wasser reinfüllen kann. Man muss doch irgendwo raufdrücken können. Oder drückt man auf den Kackhaufen. Ja, es ist auf jeden Fall eine andere Wasserspritzpistole, die man hier kennt. Wie gesagt, billigster Plastikscheiß überhaupt für 1 Euro. Und es hat sogar ein CE-Zeichen, was mich sogar wundert hier. Aber ansonsten habt ihr hier einen lächelnden Kackhaufen drin. Ja, ich weiß auch nicht, wie das hier funktionieren soll. Ich glaube, muss man hier aufdrücken. Keine Ahnung. Oder das Drehen. Der Kackhaufen ist auf jeden Fall fröhlich. Ja, wie gesagt, ihr habt drei Sachen gesehen. Einmal diese billigen Lichtschwerter, die nicht mal einen Sound machen, nur leuchten. Die waren noch besser als die anderen beiden Sachen. Ein fliegender Iron Man, den man halt aus den 80er, 90ern sogar so eine Sachen kennt. Kann man noch drüber hinwegsehen, aber bei einem Preis von 3 Euro weiß ich nicht. Und dann haben wir halt diesen Splashy Toilet Kackhaufen hier. Wenn man auf jeden Fall die Toilettenbrille hochmacht, dann spritzt das Wasser raus. Alter, warum hat man so einen Scheiß rausgebracht? Naja, das ist auf jeden Fall mega für mich. Schrott. Ja, also ihr merkt schon, drei bescheuerte Sachen, die man sich kaufen kann als Kind und das Elternteil heult, weil das Geld flöten geht, weil nur für Schrott oder keine Ahnung.
Ja, meint ihr, ich bin ein bisschen überbewertet oder was meint ihr? Dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare setzen. Oder ich weiß auch nicht. Setzt es doch mal gerne in die Kommentare, ob das überbewertet ist oder nicht. Oder lasst natürlich gerne ein Like da. Ein Abo würde mich natürlich freuen. Und ich würde sagen, tschüss Toilette, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, gern geschehen. Ach, das war ja der Phantomas. Geht auch mal gerne auf ihn rauf. Bis dann und schauen, bam!